Da habe ich jetzt schon den ersten Challenge für Julian. Und zwar zähl drei Sachen auf, die dir im Studium an der UZ besonders gut gefallen haben. Okay, das ist eine gute Challenge. Besonders gefallen hat mir der Austausch mit den Kollegen, dass ich kann frei lernen konnte. Ich konnte von zu Hause aus im Trainer lernen und Podcasts schauen. Und das Mensa ist günstig. Ramin, gibt es etwas, was du gerne schon am Anfang von deinem Studium gewusst hättest? Ja, dass man auch mit wenig Lernen durchkommt. Ich habe im Assessment so viel gelernt. Und nachher ging es einfach nur darum, gegangen, möglichst effizient zu lernen. Julian, du hast jetzt nach dem Studium selbstständig gemacht. Was ist das Schwierigste an dem? Gut recherchiert. wird oft gefragt, oder alle sagen, es ist ein extremes Risiko, selbstständig zu werden. Aber ich habe es nicht von heute auf morgen gemacht. Es ist so Step by Step. Ich habe schon neben dem Studium geschafft, etwa 40-50%. Und dann nach dem Studium gewusst, wo Kunden sind und wo die Nachfrage ist. Und darum habe ich eine Sicherheit gehabt, dass eine gewisse Auftragslage da wird. Also. Er hat eigentlich den Traum von jedem BWL-Student geschafft. CEO von seiner eigenen Firma. Gratuliere. Ja, danke. Ramin, du bist jetzt besser. Was ist der grösste Unterschied zum Unileben? Ja, du brauchst viel mehr Wissen, das du selber irgendwie dir kannst aneignen kannst. Und nicht das, was du theoretisch in einem Buch liest und nachher wie nicht mehr brauchst. Das war immer mein Problem mit der Uni. Es war mir zu theoretisch. Also ich konnte das Zeug, das ich dort in der Theorie gelernt habe, eigentlich nicht direkt irgendwo anwenden. Und das ist jetzt bei der, so einem kreativen Job, sage ich mal, kannst du das, gerade das, was du erfahren hast, durch irgendwelche Rückmeldungen von deinen Kollegen oder von den Zuschauern, das kannst du gerade wieder anwenden. Ich würde bei ihm nicht zu näher gehen, sonst sieht man die Pickel gut. Und vor allem habe ich mega trockene Lippen. Das ist wegen dem Winter. Wir machen jetzt zusammen die YouTube-Morgenshow beim SRF. 2 am Morgen. Ich bin ganz ehrlich, also meinerseits, ganz ehrlich, es ist schon Vergnügen. Aber es ist letztendlich, was man vergisst, es ist richtige Arbeit dahinter. Aber eine lässige Arbeit. Wir haben auch ein Team dahinter. Das machen nicht nur wir allein. Das könnte man gar nicht stemmen, so eine grosse Frequenz anzubringen. Dann gehen wir jetzt zusammen in die Uni-Bahn, würde ich sagen. Ihr habt gesehen, wir müssen gerne machen wir doch das. Ja, dann haben wir den auch mal gesehen. Ja. Das war übrigens unser Stammplatz. Ramin, findet ihr immer das Gleiche lustig? Ich sage mal so 80%, ja. So 20% ist eben auch noch gut, wenn man individuell ist und mal am anderen kann sagen, so, ja, es ist jetzt in deinem Kopf mega lustig, aber es ist jetzt nicht das, was alle werden lustig finden. Aber so, das ist, glaube ich, auch ein Erfolgs... Rezept, dass wir so gut zusammen klarkommen, ja. Du wachst in einen Humor rein, das merkt man unter besten Kollegen, du bist die beste Kollegin. Du lernst dich dann so kennen und findest Sachen lustig, die niemand lustig findet. Das wird uns zum Verhängnis, wenn man in der SBB laut miteinander redet und unglaublich lustig findet. Es muss nicht zwingend sein, dass es die anderen auch lustig finden. Meistens finden es aber alle lustig. Ja. Das haben wir das Gefühl. Mhm. Lach mit! Was macht ihr, wenn man so Ideenflaute herrscht? Wie wird man kreativ? Nicht. Du musst eben nicht erzwingen. Das, was wir machen, muss aus einem lockeren Zustand und aus einem jetzigen Zustand passieren. Und wenn du keine Idee hast, dann ist jetzt das Glück bei uns, dass wir einfach abgemacht haben, dann machen wir nichts. Und keinen Druck haben. Ramin, wann bist du heute aufgestanden? Am 10. Heute war es noch recht früh. nach dem Aufstehen, was macht ihr denn? Social Media checken oder Kaffee? Leider, ja. Social Media checken. Was ist deine Lieblings-App? Bestanden, UZH. Noch ein bisschen Werbung, muss ich dazu sagen. Ja, das ist ja auch ein Problem, wenn du so Fragen stellst. Ramin, was ist deine Lieblings-App? Ich habe im Fall einen Krieg gerade mit meinem Handy, weil ich hasse es, ich muss so viel am Handy sein. Ich habe ich war jetzt einen Monat verletzt zu Hause. 7:30 Stunden am Handy verbracht, an einem Tag. Was? 7:30 Stunden an einem Tag. Okay. Gut, dann kommen wir zum Schluss noch mit einem Blick in die Zukunft. Für wen würdest du am liebsten ein Video produzieren? Also als Unigag? Oder als selbstständig? Ich würde mal gerne etwas produzieren, das ein Fleisch im Knochen hat, das mich so intrinsisch irgendwie mega berührt oder motiviert. Und also halt, es braucht halt extrem viel Zeit. Schlachtung von Kühen, hat Fleisch am Knochen.
Ramin, was denkst du, was machst du in 10 Jahren? Mein grösster Traum ist mal, in einem richtig grossen Film mitzumachen. Also so richtig schauspielmässig in einer Produktion. Aber ich wollte eigentlich in 10 Jahren so ein bisschen im Marketing sein, etwas leiten, etwas... Ja, jetzt kommt wieder der BWL-Student für eine Führungsposition im Marketing. Nein, aber ein modernes Marketing, ein Social-Media-Marketing, etwas, wo ich auch das Wissen, was ich jetzt erlangt habe, durch das ganze Social-Media, das ein bisschen anzuwenden. Sehr gut, wir wünschen euch viel Glück damit. Merci für das Interview. Danke euch! Ja, eben, ich habe gesagt, es ist, er soll einfach aufhören. Das ist einfach zu viel. Wie bist du so bei den Nachrichten? Redest du doch einmal so miteinander, als hätte es sich vorher nicht gesagt.